Ich gebe dir heute 10 Tipps, die dir dabei helfen, sicherer mit dem Equalizer umzugehen. Viel Spaß! Sind wir ehrlich, das sichere Bedienen eines EQs ist nicht nur für Mixing-Anfänger oft eine Herausforderung. Um hören zu können, welche Frequenzen schlecht klingen und abgesenkt werden sollten oder wie du durch das Anheben bestimmter Frequenzen deinen Mix transparenter machen kannst, brauchst du vor allem eins und das ist viel Erfahrung und gute Tipps. Und 10 von diesen guten Tipps kann ich dir hoffentlich heute in diesem Video geben. Bevor wir gleich anfangen, kennst du die 6 Frequenzen, die Probleme im Mix verursachen, die oft dafür verantwortlich sind, dass ein Mix mumpfig oder kreischig oder dumpf klingt? Nein? Wenn nicht, dann lade dir unbedingt mein PDF runter, das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da erkläre ich dir genau diese 6 Problemfrequenzen, warum sie Probleme verursachen im Mix und wie du sie beheben kannst. Und jetzt geht's los mit Tipp Nummer 1. Mische nicht ausschließlich mit parametrischen EQs. Das ist der Fehler, wenn man das so sagen kann, von vielen Anfängern. Sie mischen nur mit diesen parametrischen EQs. Warum? Weil der parametrische EQ einen Vorteil hat und das ist die grafische Darstellung oder oftmals die grafische Darstellung der Frequenzen mit einer Analyzer-Funktion, wo du dann die Frequenzen tanzen siehst und wo du dann schauen kannst, naja, wo sind denn besonders hohe Peaks oder wo du dann anfängst, Frequenzen mehr zu sehen als zu hören. Und das ist nicht nur ein Vorteil, sondern es ist auch ein großer Nachteil, denn du mischst mehr oder weniger nur mit deinen Augen. Das passiert sehr oft und gerade bei Anfängen passiert es sehr oft. Du starrst also auf den Analyzer und schaust dann nur, okay, hier ist ein großer Peak, hier bewegt sich viel, hier ist viel Energie in dieser Frequenz, die muss ich jetzt absenken. Dabei ist das gar nicht immer unbedingt der Fall. Deswegen, es ist kein Fehler, mit dem parametrischen Equalizer zu mischen, besonders auch am Anfang, aber verwende möglichst schnell auch zum Beispiel einen Vintage-EQ, der wie bei einer Konsole oder so einem Console-EQ, der wie bei einer Konsole wirklich nur 3 verschiedene Parameter zum Einstellen hat, die Tiefen, die Mitten und die Höhen zum Beispiel, wie bei einer richtigen Mixing-Konsole. Dadurch schulst du dein Ohr gleich viel besser und zwingst dich, den Equalizer nach deinem Gehör einzustellen, was immer die wichtigste Referenz sein sollte und eben nicht nach den Augen. Tipp Nummer 2, schule oder trainiere dein Gehör von Anfang an. Das ist wichtig und hier haben Audio Engineers, die selber ein Instrument spielen oder selber Musik produzieren, einen klaren Vorteil, denn sie haben schon ein bisschen ein besseres Gehör für Frequenzen. Also du solltest wissen, wie klingt eigentlich eine Frequenz um die 500 Hertz? Was sind die bestimmten Klangeigenschaften? Wie klingt oder was sind die charakteristischen Eigenschaften bei um die 80 Hertz oder bei 16.000 Hertz? Welcher Frequenzbereich klingt eher kreischend, dröhnend, mumpfig? Das solltest du wissen, dass du, wenn du anfängst, nach einer störenden Frequenz zu suchen oder nach was zum Beispiel mumpfig klingt oder dumpf, dass du auch in ungefähr weißt, wo du suchen solltest. Also in diesem Fall würde ich jetzt vielleicht nicht bei 16.000 Hertz anfangen. Es gibt zwischenzeitlich im Netz viele Hilfen und Apps, wie du dein Gehör schulen kannst, zum Beispiel Sound Gym, das ist glaube ich sogar kostenlos. Da kannst du dein Gehör schulen und kannst kleine Übungen machen, um Frequenzen hören zu können oder Charakteristiken von bestimmten Frequenzbereichen zu lernen. Tipp Nummer 3. Arbeite nicht mit Presets. Ich weiß nicht, warum die meisten Firmen ihre Equalizer-Plugins immer noch mit Presets ausliefern, aber in meinen Augen macht das überhaupt gar keinen Sinn. Das ist völliger Quatsch. Anders als bei einem Kompressor, wo das Sinn machen kann, zum Beispiel Attack- und Release-Zeit oder auch Ratio für eine Vocal-Spur jetzt als Startpunkt. Der kann bei einem Kompressor, kann ein Preset durchaus Sinn machen als Startpunkt. Beim Equalizer macht es überhaupt keinen Sinn, denn jede Stimme, jedes Instrument ist individuell. Und bei akustischen Aufnahmen kommt natürlich noch dazu, dass jeder Raum auch akustisch und was das Frequenzspektrum betrifft individuell ist. Deswegen kannst du nicht einfach ein Preset jetzt hier einstellen und dann glauben, dass das funktionieren wird. Das ist ungefähr so wie ein Sechser im Lotto. Also stelle keine Presets ein für deinen Equalizer, sondern stelle deinen Equalizer immer individuell ein. Starte bei der Standardeinstellung und fang dann an, anzuheben, abzusenken, nach gut klingenden Frequenzen zu suchen, schlecht klingende abzusenken und fang hier praktisch immer bei der Standardeinstellung an. Arbeite mit dem Equalizer nicht mit Presets. Tipp Nummer 4. Setze einen Equalizer nur dann ein, wenn du wirklich einen Equalizer einsetzen solltest. Gerade im Amateurbereich ist das noch so ein gängiger Spruch,
Zum Beispiel ganz, ganz beliebter Tipp, Low-Cut auf jeder Spur und solche Geschichten, dass du auf jeder Spur auf jeder Spur mit dem Equalizer arbeiten solltest. Und das stimmt einfach nicht. Es ist richtig, dass gerade auch im Hobbybereich, wo gerade bei akustischen Aufnahmen, die oftmals einfach minderwertig sind oder nicht gut oder schlecht klingen, da ist es tatsächlich so, dass du auf fast jede Spur einen Equalizer einsetzen musst, und zwar hauptsächlich, um irgendwelchen schlecht klingenden Räumlichkeiten, zum Beispiel bei einem akustischen Schlagzeug, entgegenzuwirken. Aber ich behaupte mal, je besser die Arbeit des Recording Engineers und je besser die Akustik des Aufnahmeraums, desto weniger EQ-Bearbeitungen musst du machen. Tipp Nummer 5. Vorsicht bei der EQ-Bearbeitung von Vocals. Gerade im Anfängerbereich, weiß ich wieder aus eigener Erfahrung, neigt man dazu, viel zu krasse EQ-Bearbeitungen zu machen. Weil du weißt natürlich, okay, die Vocals sind das wichtigste Element, sie erzählen die Geschichte des Songs, sie erzählen die Story, und die muss jetzt gut klingen. Und in modernen Pop-Produktionen hörst du auch diese glasklaren, sauberen, oftmals sehr oft gedoppelten Stimmen, die sehr sauber, sehr transparent und wie gesagt sehr crisp und glasklar klingen, und das möchtest du jetzt gerne nachahmen mit deinen Mitteln, und da neigst du oft dazu, viel zu stark zu übertreiben. Also gerade ein Fehler von mir war, dass ich oft den Höhenbereich zu stark angehoben habe, um diese Luftigkeit und Crispheit zu bekommen, die du in Popproduktionen hörst, und das klingt am Anfang zwar oft besser. Ja, so eine Anhebung ab 8K, sage ich jetzt mal, so eine starke Anhebung klingt oft besser und transparenter, aber wenn du den Song dann mit dieser EQ-Bearbeitung, mit dieser starken Anhebung im Höhenbereich komplett durchhörst, wirkt es sehr ermüdend und auch nervig für die Ohren. Also pass auf bei der EQ-Bearbeitung deiner Vocals, sei dir auch immer hier über den Sinn klar oder über den Zweck klar, den du eigentlich erreichen möchtest oder das Ziel, und mache nicht zu extreme EQ-Bearbeitungen, nur weil die Stimme die Hauptrolle spielt. Tipp Nummer 6. Nutze die Vorteile des EQs im Master Fader oder im Stereo Out. Einer der größten Aha-Momente, die ich hatte, war, als ich versucht habe, also als ich die Rohspuren vor mir liegen hatte und habe dann nicht die Einzelspuren bearbeitet, sondern weil ich die Top-Down-Mixing-Methode lernen wollte, sondern habe einen EQ erstmal auf den Master Fader eingesetzt, also auf den Stereo Out, wo alle Spuren durchgehen, noch bevor ich irgendeine Einzelspur bearbeitet habe. Bei der Arbeit mit dem EQ im Master Fader musst du eines beachten: durch diesen Master Fader, durch dieses Nadelöhr gehen alle Spuren durch. Deswegen solltest du hier unbedingt moderat arbeiten. Also meistens sind das bei mir Anhebungen um die 1 bis 1,5 dB oder Absenkungen im Frequenzbereich höchstens. Ja, wenn du jetzt hier um 5, 6 dB irgendwas anhebst, dann hebst du alle Instrumente in diesem Frequenzspektrum an, und das geht meistens schief. Tipp Nummer 7. Keine Angst vor krassen Anhebungen oder starken Anhebungen. Ja, gerade haben wir vom Master Fader gesprochen, da sind eher moderatere Anhebungen gefragt oder Absenkungen. Jetzt hörst du aber auch oft den Tipp, mit dem Equalizer ja nicht übertreiben und immer nur moderat arbeiten. Moderat im Sinn von höchstens Anhebungen von circa oder Absenkungen von circa 3 bis 4 dB, nicht mehr. Dieser Tipp ist zunächst mal nicht verkehrt, ist erstmal nicht falsch, und oftmals fährst du damit gut, indem du nicht zu extreme Entscheidungen triffst oder zu extrem anhebst oder absenkst. Aber teilweise kann es wirklich Sinn machen, auch mal eine Frequenz um 15 dB anzuheben. Tatsächlich, weil es dann besser klingt. Ich habe das zum Beispiel mal bei so einer Hammond-Orgel gemacht, weil die einfach nicht durch einen Mix kam, die ganze Lautstärke anzuheben hat nichts gebracht, und habe ich eine bestimmte Frequenz um 15 dB angehoben, und auf einmal hat man diese Orgel transparent gehört. Also das kann durchaus in einigen Fällen sinnvoll sein, so stark anzuheben. Hör dir das an, tatsächlich wie es klingt, und schau dann nicht völlig geschockt auf deine Anhebung. Das sieht manchmal echt schockierend aus, wenn man so eine Frequenz so extrem anhebt, aber mach dann die Augen zu und hör, ob diese Anhebung tatsächlich Sinn macht, ja, und schau dann nicht auf den Analyzer und erschrick, was du da fabriziert hast. Also es kann durchaus Sinn machen, und gerade auch im umgekehrten Bereich, also wenn du eine Störfrequenz sperren möchtest, dann arbeitest du ja meistens mit einem sehr spitzen Kerbfilter oder Englisch Notch Filter. Da kann es auch sein, dass du bis zu 8, 10 oder 12 dB eine spezielle Frequenz absenkst, die Probleme im Mix macht. Tipp Nummer 8, die Sache mit dem Solo abhören. Nach wie vor und seit Jahren schon ein riesiges Streitthema in vielen Foren. Also
Soll man jetzt seine Frequenz, seine EQ-Bearbeitungen, darf man die machen, wenn man die Spur solo abhört, oder ergibt das überhaupt gar keinen Sinn und man darf EQ-Bearbeitungen nur im Kontext mit den anderen Spuren machen? Grundsätzlich würde ich mal vorsichtig sagen, höre so wenig wie möglich solo ab. Tatsächlich halte ich persönlich das für nicht so gut. Ich höre immer lieber im Kontext ab, weil es ist ja auch so, dass du den Sänger auf der Bühne nicht einzeln hörst, sondern immer im Kontext mit anderen Instrumenten, es sei denn, es ist ein Solo, Schlagzeug-Solo oder so, ne? Aber eigentlich hörst du sie immer im Kontext, deswegen ergibt es wenig Sinn, jetzt eine halbe Stunde am Gesang zum Beispiel nach Frequenzen zu suchen und die einzustellen, ohne dass du den Kontext dazu hörst. Ich höre lieber, und das ist tatsächlich ist für mich eine gute Lösung, ich höre dann lieber Instrumentengruppen ab, die zusammengehören. Gerade zum Beispiel Gitarren. Ja? Wenn du ein Stück hast mit vielen gedoppelten Gitarren oder wenn du ein Stück hast, wo die Instrumente viele gleiche Harmonien spielen, zum Beispiel du hast ein Piano, eine Akustikgitarre und eine kleine Gitarre, dann höre diese Instrumentengruppen ab und stell dann ein Instrument ein, um das besser vorzuholen oder abzusenken und hörst dir dann im Kontext an. Es ist aber auch nicht schlimm, tatsächlich mal kurz Solo zu schalten. Ich mache das zum Beispiel ganz gerne, nehmen wir mal wieder das Beispiel Vocals. Wenn ich höre, der Gesang klingt etwas dröhnend, also wenn ich tatsächlich nach einer Frequenz suche, die jetzt speziell in dieser Spur störend ist, also ich höre, das klingt irgendwie blechern, dann schalte ich tatsächlich solo und schaue, ist das jetzt irgendwo um die 800 Hertz zum Beispiel und sweep da kurz nicht zu heftig durchs Frequenzspektrum, dann macht es tatsächlich Sinn, solo reinzuhören. Wenn ich wirklich höre, okay, da ist eine störende Frequenz in dieser Einzelspur, dann brauche ich den Kontext ja nicht dazu, sondern ich suche dann ganz gezielt diese einzelne Frequenz und schau dann, dass ich die absenken kann. Und damit geht's schon weiter zum nächsten Tipp. Nämlich mit Tipp Nummer 9. Mache komplementäre EQ-Bearbeitungen. Das war der zweite große Aha-Moment, den ich hatte. Sehr gutes Beispiel sind gedoppelte Gitarren oder getrippelte Gitarren. Nehmen wir mal an, du hast eine Rockproduktion und du hast jetzt zwei gedoppelte Gitarren. Fangen wir mal so an. Eine panst du nach links und eine panst du nach rechts. Das Problem oftmals ist, dass die Bands oder die Gitarristen ihre Gitarren doppeln, ohne die Einstellungen groß zu verändern. Und dadurch klingt das, kriegst du entweder Phasenprobleme oder es klingt sehr gleich. Oder aber es ist so, dass es tatsächlich zwei Gitarristen sind oder sie haben tatsächlich unterschiedliche Einstellungen genommen, aber es klingt irgendwie komisch und sie streiten sich um einen Platz im Frequenzspektrum, diese beiden Instrumente jetzt, diese beiden gedoppelten Gitarren. Dann versuche so zu arbeiten, dass du bei einem Instrument die Frequenz absenkst, die du beim anderen anhebst. Ja, es funktioniert nicht immer, aber oftmals funktioniert es tatsächlich so, ja, dass du zum Beispiel bei einer Gitarre um die 200-300 Hertz anhebst, weil dir das schöne, warmige, bauchige ist, und die 200-300 Hertz senkst du dann bei der anderen ab, um der einen ersten Gitarre in diesem Frequenzspektrum Raum zu verschaffen. Damit erreichst du meistens ein viel transparenteres Bild, gerade bei Distortion-Gitarren, aber auch bei anderen Instrumentengruppen. Also komplementäre EQ-Bearbeitung, ganz heißer Tipp. Tipp Nummer 10, arbeite nicht mit zu vielen Plugins. Das gilt jetzt nicht nur für Equalizer, das gilt eigentlich für alle Plugins und das erzählen auch viele und ich selber habe es auch schon öfter erzählt. Also wenn du zu viele EQ-Plugins hast, dann hast du mehrere Probleme. Zum einen musst du diese ganzen Equalizer-Plugins kennenlernen und die sind ja zum Teil auch sehr komplex und unterschiedlich einzustellen. Also du hast zunächst mal das Problem, du brauchst wahnsinnig viel Wissen, welcher Equalizer jetzt für was, welche Eigenschaften hat der, wie stelle ich den ein und so weiter. Dann hast du das Problem, wenn du mit Plugins von vielen Drittanbietern arbeitest, dass du die immer up-to-date halten musst. Also ich hatte auch mal sehr, sehr viele Plugins von unterschiedlichen Firmen, also Equalizer-Plugins, und dann war das Problem, irgendwie alle zwei Jahre hast du ein Riesentheater, denn du musst entweder nachzahlen bei bestimmten Firmen oder du hast, die sind nicht mehr up-to-date und dann musst du ständig danach schauen, okay, wie halte ich die jetzt up-to-date? Und so weiter. Und natürlich ist es auch verwirrend. Du musst diese ganzen Plugins lernen und du verlierst dadurch sehr, sehr viel Zeit. Deswegen rate ich dir, nutze 2 bis 3 Equalizer, die wirklich dir am Herzen liegen, die du einfach bedienen kannst, die du gut verstehst und die schnell zu deinem Ergebnis führen und die zu deinem Workflow passen, und belasse es dann dabei. Ich selbst zum Beispiel arbeite nur mit den Stock-EQs von Logic. Ja, gerade die Vintage-EQ-Collection, die ist einfach klasse, die klingen hervorragend. Auch die Pultec-Emulation klingt hervorragend und ich benutze diese Equalizer sehr, sehr gerne. Also ich arbeite nur mit Stock-Plugins, da habe ich schon kein Problem mit Update oder sonstigem. Im Mixbus arbeite ich dann also mehr zu Vergleichszwecken oder auch zum Mastering
mit zwei Plugins von einem Drittanbieter, um auch mit Referenzmixen einfacher vergleichen zu können. Aber ansonsten die hauptsächliche EQ-Bearbeitung mache ich mit Stock-Plugins von Logic. Und damit kommen wir noch zu einem letzten Bonustipp, den ich dir geben möchte, und der ist: Mach keine Wissenschaft daraus. Das sage ich dir jetzt auch wieder, weil ich als Mixing-Anfänger gerade beim Equalizer einstellen teilweise Ewigkeiten davor saß, und du weißt selber, die Ohren ermüden beim Mischen schnell, deswegen solltest du auch immer genügend Pausen machen, das noch dazu, aber mach keine Wissenschaft draus, ja? Überleg dir, was will ich erreichen mit dieser EQ-Bearbeitung, führe diese EQ-Bearbeitung durch, schaue, hat bzw. höre, hat es was gebracht oder hat es nichts gebracht. Wenn es was gebracht hat, wenn es besser klingt deiner Meinung nach, lass die EQ-Bearbeitung so und mach weiter. Also mach es einfach nicht zu kompliziert. Mit der Zeit wirst du Erfahrung sammeln, mit der Zeit wirst du besser werden. Die EQ-Bearbeitung wird dir einfacher fallen und auch deine Mixe werden besser werden. Jetzt interessiert mich natürlich noch zum Schluss, wie siehst du die Arbeit mit dem EQ? Haben dir meine Tipps weitergeholfen? Kanntest du die schon alle oder war das jetzt kompletter Blödsinn, den ich hier erzählt habe? Und mich würde auch interessieren, mit was für Equalizern arbeitest du? Arbeitest du auch nur mit Stock-Plugins wie ich? Oder hast du einen Werkzeugkoffer mit 20 verschiedenen EQs, weil du das einfach für deine Arbeit brauchst? Schreib es mir bitte gerne unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du das Video mit jemandem teilst, dem es auch weiterhelfen könnte, oder über einen Daumen nach oben. Wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Schöne Sommertage und bis dann.